So. Ich hatte gestern einen langen Tag mit unseren Ministranten. Wir haben Kekse gebacken und später sind wir ins Kino gegangen und haben uns einen coolen Film angeschaut. Ja, man kann darüber streiten, ob er wirklich gut ist, aber das war der Grinch. Also die neue Auflage, wer ihn nicht gesehen hat, hat gerade begonnen, die Vorstellung. Hat auch nichts versäumt letzten Endes. Was ich mir bei dem Film gedacht habe, es ist ein bisschen wie das Evangelium. Ne? Also da, also als Christ ist es einem klar, also worum es da geht eigentlich, weil es geht um Weihnachten und Weihnachten ist Weihnachten und nicht irgendwas. Aber da wird kein Wort von Christus oder sonst was gesprochen, also sehr fein gemacht, damit sich das alle anschauen können. Ist ganz nett. Und eigentlich, ich würde dann am Ende des Filmes die Einblendung machen. Also, willst du mehr wissen, komm zu uns am Sonntag. Ja? Würde gut passen, weil da kann man echt gut die christliche Botschaft verkaufen. Es ist verkürzt und es ist zu wenig, aber es ist ein guter Einstieg, glaube ich, für viele. Und mit dem Evangelium ist es auch ein bisschen so. Ne? Jesus spricht heute von diesen Zeichen. Die werden geschehen und dann wird der Menschensohn kommen. Und viele sind schon dabei ziemlich ausgerutscht, als sie das zu deuten versuchten und gesagt haben, das ist jetzt, das ist diese Zeit, dass Jesus kommt. Ich erkenne das, weil die Zeichen sind klar. Kann sein, dass es eines Tages einer sagt und es wirklich klar ist für alle, aber ich glaube, bis jetzt hat es nicht so funktioniert mit dieser Deutung. Und das Evangelium ist auch ein bisschen so, manchmal sehr schwammig und das, was Jesus sagt, ist sehr geheimnisvoll. Früher würde man sagen, das ist ein Mysterium. Klingt besser als irgendwie schwammig, ne? Aber es ist ganz ähnlich. Man kann nicht genau sagen, was es ist, ne? Dann hat man ein schönes Wort, Mysterium. Das klingt würdevoll und schön. Ich glaube nicht, dass Jesus schwammig ist, aber wir in unserer Erkenntnis können es nicht erfassen, worum es hier geht. Und ich glaube, das ist auch nicht der Sinn des Ganzen. Und dann habe ich weitergedacht, weil das alles, was uns umgibt jetzt in dieser Zeit, also die schön beleuchteten Straßen und so weiter und die Adventmärkte, Weihnachtsmärkte, Christkindlmärkte, jeder nennt es anders, ist alles dasselbe im Grunde genommen, sind alles schöne Sachen und sie sind gut. Ja, solange man sich da nicht besäuft, kommt auch vor, nicht so selten, das ist so meine Erinnerung aus meiner Studienzeit in Graz. Also ich habe nicht gesoffen, sondern ich kam immer am Nachmittag von der Uni zurück und vor unserer Tür, vor dem Kloster, stand links und rechts ein Punschstandl. Und du musstest dich zwischen den Besaufenen da durchkämpfen. War manchmal lustig, aber... Ja, also und gefährlich und mit Versuchungen gepflastert. Also, und ich glaube, dass wir wissen, dass dahinter viel mehr steckt. Und das ist klar. Aber ich glaube, das bringt zum Ausdruck eine tiefe Sehnsucht eines jeden Menschen nach mehr. Weil all die Leute, die sich zudröhnen in dieser vorweihnachtlichen Zeit, weil für die ist es kein Advent, sondern vorweihnachtliche Zeit, das ist ein neumodisches Wort, die dröhnen sich damit zu und erwarten sich wirklich Großartiges. Und das ist nichts Schlechtes oder Falsches, sondern sie erwarten sich Größeres. Und auch das Weihnachtsfest, auch wenn die meisten Leute in diesem Land nicht wirklich christlich sind, auch wenn viele getauft sind, also sie erwarten sich zu Weihnachten wirklich ein schönes Fest, ein Fest der Liebe und so weiter. Und manche gehen weiter und sagen, wir wollen das kleine Kind feiern und so weiter. Also es gibt verschiedene Abstufungen, aber hinter dem Ganzen steht eine Sehnsucht nach mehr. Und Jesus erklärt in diesem Evangelium, und das ist echt ein Mysterium, was dieses Meer ist. Stell dir vor, Jesus würde jetzt noch vor Weihnachten kommen. Also mit dem, was er seinen Jüngern gesprochen hat. Also werden Zeichen sichtbar werden, Sonne und Mond werden sich verfinstern und es wird dröhnen und toben alles und so weiter. Und der Herr kommt in Herrlichkeit und wird
alles von der Erde fegen und so weiter. Also diese Bilder kennen wir aus der Bibel. Er hätte echt das Weihnachtsfest vermasselt, wenn er jetzt kommen würde. Also, ich glaube, da wären sehr viele tief enttäuscht, wenn Jesus kommen würde. Zumindest vor Weihnachten. Ne? Ne? Und ich weiß nicht, aber ich glaube, das ist das, wonach wir uns sehnen sollten. Dass Jesus alles umkrempelt und neu macht. Und ich glaube, dass also gut, der Advent ist so zweigeteilt, die ersten 2,5 Wochen, da ist so die Rede immer in den Lesungen davon, dass der Herr am Ende der Zeiten das zweite Mal kommen wird. Und dann ist die große Frage, wann ist das Ende der Zeit? Naja, irgendwann. Müssen wir uns keine Sorgen noch machen, können noch Weihnachten gut vorbereiten. Und die zweite Hälfte, die kürzere, das ist die unmittelbare Vorbereitung auf das Weihnachtsfest, also auf die Geburt Jesu Christi in Bethlehem. Oder wer glaubt, in Nazareth, ist auch wurscht. Im Grunde genommen, Jesus ist geboren. Und in der Bibel steht in Bethlehem, ich glaube es auch. Die Exegeten glauben es nicht alle, aber das ist nicht mein Problem letzten Endes. Ich pfeife ab. Es geht wirklich darum, dass dieses zweite Kommen etwas ist, worum wir als Christen bitten sollten. Weil ich schaue mir die Welt an und sie ist im Grunde genommen gar nicht so schlecht. Abgesehen von so ein paar Sachen, die mir nicht gefallen. Also es sind so Kriege und andere Dinge. Und wenn Menschen sich blöd benehmen oder krank benehmen, gibt es auch ziemlich oft sogar. Aber ich glaube, im Prinzip ist die Welt gar nicht so schlecht. Aber ich weiß es und die meisten, die hier sitzen, wissen es auch. Gott hat mehr vorbereitet. Viel mehr. Viel mehr, als wir uns das vorstellen können. Und ich glaube, deswegen redet hier Jesus so schwammig oder mysteriös. Ja? Also so, er macht keine so wirklich Dinge, die, wo man ihn irgendwie festnageln könnte. Du hast das jetzt gesagt, Jesus, das ist eingetroffen, wo bist du? Also Gott entzieht sich ein bisschen uns und lässt sich nicht festnageln, aber er kündet etwas Großes, Herrliches an. Und das ist das, was die Christen im ersten Jahrtausend echt gut kapiert haben, was es heißt, Gott anzubeten, Gott zu dienen. Also ihr kennt die alten Christus-Ikonen, es war immer der Auferstandene, der Herrliche, auch wenn er so Hintergrund, auch wenn im Hintergrund das Kreuz war. Es gibt so viele so Ikonen, zum Beispiel das Kreuz von San Damiano ist auch so eine Darstellung. Das ist der Auferstandene, Auferstandene Jesus, der Herrliche Jesus. Und ich glaube, es ist an der Zeit, diesen herrlichen Jesus wieder hervorzukramen aus unseren Kirchen und ihn anzubeten. Weil diese Welt hat genug vom Leid, vom Schinderei, vom Nachlaufen nach Dingen, die zwar gut sind, aber nicht genug. Also keine Menge an Keksen dieser Welt kann einen wirklichen Hunger nach Liebe stillen. Vor Weihnachten und zu Weihnachten. Keine Menge an Punsch wird dich so zudröhnen, dass diese Sehnsucht weggeht. Diese Sehnsucht nach mehr. Und diese Sehnsucht, das ist Gott. Und mich hat das sehr angesprochen, was der Max jetzt am Mittwoch gesprochen hat. Er hat vieles erzählt, aber ein Wort ist mir wirklich geblieben. Er hat davon erzählt, dass es an der Zeit ist, für uns Christen den Raum einzunehmen, den Raum um uns herum. Den Raum, wo du stehst. Nimm ihn ein und mache ihn wirklich so, dass der Herr kommen kann. Mache dich bereit. Und das ist eine alte christliche Weisheit. Lebe so, als ob du morgen sterben solltest oder würdest. Dann wirst du eigentlich nichts falsch machen. Also mit dieser Einstellung sollten wir eigentlich leben. Und das erzeugt ein bisschen Stress im Leben. Das muss man schon zugeben. Aber ich habe das ein paar Mal in meinem Leben erlebt, dass ich sagen konnte, an einem gewissen Zeitpunkt, ich hätte nichts dagegen, jetzt zu sterben. Also nicht, weil es mir so hundeelend ging, sondern weil ich einfach bereit war. Es gab in meinem Leben Momente, wo ich gesagt habe,
jetzt bin ich bereit. Und das ist das, was eigentlich wir im Advent ein bisschen machen sollten, sich darin zu üben, dass wir sagen können, ja Herr, du kannst jetzt kommen, wie du willst. Ob das bedeutet, dass ich jetzt sterbe oder dass du einfach hier antanzt und dich uns offenbarst, egal. Aber mach dich bereit. Das ist das, was die Botschaft des heutigen Sonntags uns mitgibt. Weil es kann einen auch böse überraschen, letzten Endes. Gott ist keiner, der uns droht, aber was bedeutet es? Also was bedeutet sein Kommen für die Welt? Dass er auch richten wird über uns, unsere Taten. Und das hat eine gute Komponente, weil er wird dafür sorgen, dass Gerechtigkeit in dieser Welt ist, dass das Böse wieder gut gemacht wird. Es hat aber auch eine bedrohliche Komponente, wenn man Mist baut im eigenen Leben und sündigt. Das bedeutet, dass der Herr mich auch, also dass ich Rechenschaft über meine Sünden ablegen muss. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich wollte euch nur sagen, macht euch bereit, weil der Herr wird sicher kommen, spätestens dann, wenn du stirbst. Vielleicht früher, wer weiß, das wissen wir nicht. Also ich wäre wirklich gespannt, was passieren würde, wenn Jesus kommen würde, noch vor meinem Sterben. Also mich würde es freuen, das anzuschauen und zu erleben und wie ich mich dann verhalte, ob ich dann so tough bin wie jetzt oder doch ein bisschen kleiner. Ne? Also, ich kann mir vorstellen, dass es ganz anders sein würde, als ich mir das vorstelle.